Dominik Reichert war ja vor einiger Zeit mit mir im Gespräch. Und einige Fragen, die ich ihm damals gestellt hatte, die hat er jetzt Thomas Röper in Antispiegel TV gestellt. Und das schauen wir uns jetzt an. Beginnen tun die beiden allerdings mit dem Tod Alexei Nawalnys. Und da das ein aktuelles Thema ist, wollte ich das jetzt nicht überspringen. Und wir schauen uns mal an, was die beiden dazu zu sagen haben. Da wäre noch mehr drin gewesen. Okay, ich denke, das Thema haben wir damit abgehakt. Ansonsten bildet sich ja jetzt gerade der Westen ein, einen ganz großen Propagandasieg einzufahren, weil die Meldung kam, dass Nawalny verstorben ist. So. Und deswegen, ja, ganz, ganz, ganz groß, Russland, Kritiker, da, da. Wollen wir gar nicht jetzt so groß drauf eingehen. Interessant ist, dass jetzt Videos rumgehen, wo also einige Menschen von den freundlichen Männern in Blau, den uniformierten Beamten, ja, von Veranstaltungen oder mutmaßlich unangemeldeten Veranstaltungen Nicht abgeführt mutmaßlich, die werden. sind nicht angemeldet. Ja. Und da jetzt ein riesen, riesen Ding draus gemacht wird. So, in Russland darf man nicht demonstrieren, man darf nicht mal Frauen Polizeigewalt. anmachen, Polizeigewalt, ganz, ganz, ganz brutaler Polizeistaat. Was hältst du davon, Thomas? Zieht das bei dir? Naja, also der Witz ist ja folgender. Wenn du dir die Bilder anguckst, generell, also du kannst wirklich aus Russland Bilder von jeder Demo nehmen, die Polizisten führen Leute ab. Ja, warum? Das muss ich erstmal erklären. In Russland ist es keine Straftat, zu einer Demo zu gehen, die nicht angemeldet oder nicht genehmigt ist. Keine Straftat, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Also wie falsch parken, gibt ein Bußgeld. Was passiert dann? Die Polizisten nehmen die Leute mit, bringen sie auf die Wache, da sitzen die eine Zeit, weil da ziemlich viele sind, und dann werden die Personalien aufgenommen und dann kriegen sie ein Bußgeld. Und dann können sie nach Hause gehen. Also wenn da schon die westlichen Medien geredet wird von Verhaftung, ist das nicht ganz richtig, weil die werden nicht in dem Sinne verhaftet und sie haben auch keine Straftat. Sie kriegen wie bei falsch parken einen Strafzettel. Ja, ist ja trotzdem eine Repression. Also ist ja ein Unterschied, ob du nur Personalien aufnimmst oder ob die ein Bußgeld kriegen. Russland gibt es beim Wiederholungsfall, also wenn das einer immer wieder macht, gibt es in Russland auch statt Geldstrafe eine Ordnungshaft bis zu 3. Ja, genau, deswegen. Das ist ja dann irgendwann, deswegen ist das eine staatliche Repression. Also das kann dann, das, ja, jetzt euch glaube ich nicht zu erklären, ihr versteht das selbst. 30 Tage, aber ist auch keine Vorstrafe. Ja? Aber das ist im Bereich wie bei uns Ordnungswidrigkeit, Bußgeld. So, also von daher, die westlichen Medien machen daraus Verhaftungen, es sind keine. Aber sie nutzen das. Aber jetzt ist die Frage, wenn man sich die Bilder anguckt. Naja, also du kriegst eine Geldstrafe und wenn dir das mehrmals passiert, dann kannst du in Haft geraten. Also kannst du schon von Verhaftung reden. Also nicht falsch. Von der bösen, bösen russischen Polizei. Und dann mal guckt, mit anderen Bildern vergleicht, ich sage es mal vorsichtig, wo wir sehen Wasserwerfer. Tränengas, ja, Pfefferspray in die Augen von Demonstranten. In Frankreich sogar Gummigeschosse. Ich glaube, über 150 Leute bei den Gelbwesten-Demos haben Augen verloren durch Gummigeschosse. Zeigt mir. In Frankreich, da haben die ja richtig brutale Polizeigesetze. Also da darfst du ja, glaube ich, Polizisten im Einsatz nicht mal mehr filmen. Also du darfst die Polizeigewalt, die da passiert, egal filmen und weiterverbreiten, sonst kannst du sogar im Extremfall in Haft geraten. Also die Polizeigesetze, die sind in Frankreich unter Macron enorm verschärft worden. Das macht es ja nicht besser, wenn Ähnliches in Russland passiert. Auf russischen Demos. Habt ihr da mal Wasserwerfer gesehen? Pfefferspray? Gummigeschosse? Ja, alles nicht. Also das heißt, die westlichen Medien machen daraus ein, aber wenn man die Bilder nackt vergleicht, dann ist die Polizeigewalt bei meinen Augen nicht ganz in Russland, sondern eher auf der anderen Seite. Es ist wirklich sehr merkwürdig. Also da sind halt auch Videos versucht worden, Ja, sie kann ja auch auf beiden Seiten sein. Also nur weil es in Frankreich Polizeigewalt gibt, ist das ja nicht besser, nur wenn es das in Russland auch gibt. propagandistisch auszuschlachten, wo die Leute einfach nur, ja, rausbegleitet werden. Ja? Ich habe auch ein Video gesehen, wo jemand in Schnee geschmissen wurde. Das war allerdings, der wurde erst ganz nett ja, weggeführt. Kommen Sie bitte mit. So, genau, kommen Sie bitte mit. So, und dann, wo er gemerkt hat, oh, er wird gerade gefilmt, hat er angefangen rumzuschreien, ja, und ein Drama zu machen, ja, dann haben sie ein bisschen eingeseift. Ja, gut, das muss man jetzt nicht toll finden. Aber das ist weit davon entfernt von Bildern, die wir zum Beispiel von den Corona-Demos in Deutschland gesehen haben. Also Ja. da jetzt so zu behaupten, Russland ist ja der große autoritäre Polizei. Oder 1. Mai-Demos oder Palästina-Demos oder. Also die deutsche Polizei, die ist, ja, ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber die schlägt auch über die Stränge.
Staat, wo Polizeigewalt an der Tagesordnung ist, bisschen dünn. Bisschen dünn. Sehr dünn. Also wie gesagt, einseifen, ich meine, vielleicht bin ich jetzt schon alter Sack und bei uns war die Jugend härter. Heute ist ja Hate Speech, wir sind ja alle gleich böse, wenn du das falsche Geschlecht nennst. Wir haben uns in der Schule auf dem Schulhof eingeseift, das ist eben so. Also von daher wurscht. Ja, du hast recht mit dem, was du sagst und ich will noch eine Sache zugeben. Und vor allem bei den Klimaklebern haben da nicht alle Politiker in Deutschland gefordert, dass die Polizei da härter durchgreifen soll, gefälligst? So. Ich meine nur so. Zu Herrn Nawalny, also ich will mich jetzt zu ihm nicht äußern, ne, der Mann ist tot und soll seinen Frieden haben. Aber was er immer gemacht hat mit seinen Demos, das ist immer so ein Trick gewesen. In Moskau ist ein Feiertag, dann ist vor dem Kreml Roter Platz aufgebaut, ne, Fest und Buden und weiß ich was. Und dann sagt Nawalny, er meldet eine Demo an, also bittet, ne, um eine Erlaubnis, da zu demonstrieren an dem Tag. Dann sagen die Behörden, April, April ist nicht. Du kannst einen Park haben, Kilometer weiter im Zentrum, bitteschön, mach im Park, was du willst. Und dann hat Nawalny immer gesagt, den Park will ich nicht und hat trotzdem aufgerufen, dahin zu gehen. War toll, weil die westlichen Medien, Tagesschau hat Bilder gekriegt, in Moskau, vorm Kreml, ne, fernsehwirksam verhaftet. Wie gesagt, waren auch keine Verhaftungen, war genau das, ne, Wache, paar Stunden sitzen, Bußgeld nach Hause. Aber es war eben provoziert. Es war wirklich provoziert, dass sie sagten, okay, wir gehen jetzt extra dahin, wo es uns untersagt wurde, obwohl wir eine Alternative hätten, wo wir demonstrieren können. Das war immer die Masche. Und das ist eben auch heute. Die legen es bewusst auch darauf an, die Bilder zu provozieren. Das wäre so, als wenn eine Pegida sagt, wir wollen vor der Tür vom Bundestag demonstrieren. Da sagen sie, nee, nee, ihr dürft irgendwo im Tiergarten und die gehen dann trotzdem hin. Ja, Das und würde auch die Demo würde nicht lange dauern. wenn dann die Veranstaltung aufgelöst wird von der Polizei, dann wir sind die Opfer, Polizeigewalt. So, das würde in Deutschland nicht funktionieren, dieses Narrativ. Ja. So, So, das ist. gerade wenn es so eine Gruppe ist, ne? Ja. Und da muss man auch dazu sagen, ohne das jetzt zu tief zu thematisieren, nach Maßstab der deutschen Medien wäre Nawalny ja ein Rechtsextremist. Nur mal am Ich Rande erwähnt. sagte schon, er soll seinen Frieden haben, alles gut, er ist tot. Ja, also das will ich jetzt nicht weiter erörtern. Musst du ja nicht. Nee, möchte ich Wollen wir nicht. zum nächsten Thema Ja, kommen? gerne, weil. Alles klar. Ah, dazu hätte ich Gut. jetzt schon noch, Ich ja, ihr habt recht, das ist jetzt schon sehr schwach argumentiert. Also dazu hätte ich schon gerne noch was gehört. Also es wird ja gerade eine internationale Untersuchung seines Todes gefordert. Also das wird, inwieweit der russische Staat Schuld an seinem Tod trägt. Denn wenn dann Häftling in Gefangenschaft umkommt, dann ist der Staat, der ihn da in Haft trägt, erstmal für verantwortlich. Also der Staat ist verantwortlich, dass er gut genug versorgt wird. Das ist ja auch der Vorwurf, der bei Gonzalo Lira gegen die Ukraine erhoben wurde. Oder der bei Julian Assange gegen Großbritannien erhoben wird. Also Julian Assange hat ja auch schon einen leichten Schlaganfall erlitten und schwebt in der Isolationshaft, in der er sich seit mehreren Jahren befindet, auch schon in Lebensgefahr. Also das sind ja Fälle, die es nicht nur in Russland gibt, wie das, was Nawalny da gerade passiert. Das gibt es ja in westlichen Ländern genauso. Aber ja, deswegen finde ich, sollte man sich also den Fall schon ernst nehmen. Also auch wenn Nawalny rechtsradikale Sachen gesagt haben mag, auch rechtsradikaler Menschenrechter. Auch Rechtsradikale sollten nicht in Haft umkommen. Ja, deswegen finde ich es schade, dass er das Thema jetzt schon abbrechen. Aber naja, jetzt, obwohl ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass zu Nawalny, das reicht jetzt als eigenes Thema. Wie gesagt, meine Position dazu, ich finde, es sollte eine internationale Untersuchung dazu geben. Ich finde es falsch, dass er überhaupt in Haft gesetzt wurde. Also Oppositionelle sollten, wenn sie jetzt, keine Ahnung, also solange sie keine Bomben bauen, solange sie jetzt nicht verfassungsfeindlich irgendwie da versucht, eine Terrorgruppe zu gründen. Und das hat Nawalny ja nicht gemacht. Er hat Demos organisiert. Also solange sie jetzt einfach nur, wie gesagt, provokanter auftreten und radikalere Äußerungen treffen, wie man Nawalny rechtfertigt, das in keiner Art und Weise, dass sie eingesperrt werden oder gar, dass sie vergiftet werden. Das hat es bei Nawalny ja auch noch gegeben. Also das finde ich absolut falsch, was da passiert ist. Ja, das war mein Statement zu Nawalny. Es sollte bei Nawalny eine offizielle Untersuchung geben. Aber genau das Gleiche gilt natürlich für ähnliche Fälle in westlichen Ländern. Es sollte auch über den Tod von Gonzalo Lira eine internationale Untersuchung geben. Oder über den von den ganzen anderen zu Tode gekommenen Oppositionellen in der Ukraine. Also das passiert in der Ukraine ja schon noch etwas häufiger als in Russland, dass da Oppositionelle einfach mal so versterben, sage ich mal. Aber wie gesagt, dass sowas auch in westlichen Ländern passiert, macht es jetzt nicht besser, dass sowas in Russland passiert. Das ist katastrophal und es sollte dazu eine internationale Untersuchung geben.
Das haben ja tatsächlich auch einige BSW-Vertreter wie Fabio De Masi gefordert und man hat ihnen gleich vorgeworfen, russische Propagandisten zu sein, da sie nicht gleich geschrien hat, haben Putin hat ihn ermordet, sondern da sie halt erstmal eine Untersuchung gefordert haben. Naja. Wie gesagt, ich bin dafür, dass alle Menschen Menschenrechte haben, dass es ein Recht auf Meinungsfreiheit gibt und dass er eingesperrt wurde, finde ich falsch. Ich bin für eine offizielle, für eine internationale Untersuchung. Ja, mehr kann ich zu dem Fall, glaube ich, nicht sagen.